Was muss man bieten, um in die Flying Steps aufgenommen zu werden? Wie funktioniert sowas überhaupt? Ja. Viel, ja. Also natürlich, das Tänzerische muss auf dem höchsten Level sein, das ist klar. Aber wir gucken auch wirklich auf Menschlichkeit, auch verstehen wir uns mit der Person. Das ist einfach wichtig, weil in so einer Gruppe muss das einfach funktionieren. Da kannst du der beste Tänzer sein, wenn du charaktermäßig nicht cool bist, dann wird es nicht funktionieren. Und so mussten wir leider auch schon einige Tänzer leider rausnehmen. Aber eigentlich sonst haben wir wirklich Glück gehabt mit den ganzen Leuten. Ist super Harmonie. Und Hip-Hop im Generellen ist ja eine, und Breakdance im Besonderen ist ja auch eine Art eine Lebensschule. Es geht um Werte, es geht darum, diese Werte zu vertreten. Es geht um den Battle-Gedanken, auch Streitigkeiten anderweitig ein bisschen zu lösen. Und ich nehme an, beim Breaken, da hat man relativ hohe Ansprüche an sich selbst zwangsläufig, körperlich und mental und auch an die Mitmenschen, oder? Merkt ihr das auch im täglichen Leben, im Alltag mit anderen normalen sozusagen Leuten? Ja, also eigentlich geht es immer um einen selber. Also man will sich selber finden und man will selber aus der Leidenschaft Stärke ziehen und selbstbewusst durch die Welt gehen und das formt jemanden. Also das ist auf jeden Fall. Also ich kann immer so Beispiele sagen, es gibt Tänzer, die dann halt vielleicht immer in der Schule gehänselt wurden und gemobbt wurden. Und wo die dann mit dem Breakdance angefangen haben, haben sie dadurch eine Selbstwertgefühl bekommen. Ich kann was und haben wir sogar Battles gewonnen und waren dann auch irgendwo auch mal Meister in dem, was sie gemacht haben. Und somit haben sie sich als Mensch verändert. Und das verändert wirklich jemanden. Also man kann daraus was ziehen und das kann man in den normalen Alltag mit reinbringen. Und man weiß, dass man was kann.